Herzlich willkommen zurück im Krieg des Nordens, im Krieg im Untergrund, im Krieg mit toten, untoten Goblins und einem Zwerg und einer Elfe. Ja. Hallo. Ach komm, hier liegen die, glaube ich. Er lebt. Ach, Gott sei Dank. Erwache. Keine Macht kann gegen diese Krankheit bestehen. Was nützen Schwerter im Angesicht dieser Seuche? Was im Namen? Eredan? Ja, ich bin es, mein Freund. Ich habe geträumt. Allerdings. Was ist hier passiert? Wie seid ihr in diesem Grab gelandet? Ich weiß noch, dass wir schnell durch die Höhen vorankamen. Begierig darauf, zu unseren Freunden zurückzukehren. Aber ein Nebel kam auf. Es wird schwer, den Weg zu finden. Dann hörten wir Stimmen, die uns von weit her riefen. Oder von weit unten. Und dann waren die Toten überall um uns herum. Wir kämpften. Doch dann spürte ich die Nähe von etwas anderem. Etwas Stärkerem. Böserem. Ich sah einen Schatten, der Killeran ergriff. Und dann auf mich zukam. Das ist alles, an das ich mich erinnere. Aber wenn ich lebendig in dieses Grab gebracht wurde, dann vielleicht... Let's move! Wir müssen ihn... gehen wir, ne? Ja. Dies ist kein Ort zum Reden. Richtig. Richtig, dies ist ein Ort zum Kämpfen! Wow. Hier geht's also runter. Kann ja gar nicht fallen. Gott sei Dank, ne? Ja, ich wäre reingefallen auf jeden Fall. Ich habe hier noch eine Truhe gefunden und da hinten war noch, Warte mal, guck mal, jetzt kann ich, Pfeile sind immer wertvoll. Der? Der eine? Da, wo Schreien geskillt wird, das kann ich jetzt mittlerweile, auch. Muss ich mal gleich ausprobieren, wenn welche kommen. Kommen jetzt hier normale oder wie sieht das aus hier? Ja, doch, hier sind die komischen Typen. Komische Typen? Komische Zombie-Typen halt, die normalen. Die kleinen. Hier ist etwas, das ich gebrauchen kann. Aber halt einige schon. Hierher, zu mir, wenn ihr Heilung braucht. Ich mach mal, wo ich kann, Köpfe weg. Ach, guck mal, der Luin, der kämpft mit uns. Ja, oder was? Zeit, wenn die Helden vorhin schon nicht gekämpft haben. Die Noobs. Die Noobs. Ich hau mal hier mit meinem Waldläufer-Kollegen auf diesen kopflosen Zombie drauf. Diesen Satz kann man auch nicht häufig verwenden. Dann sag den doch nochmal. Ich haue mit meinem Waldläufer-Kollegen auf diesen kopflosen Zombie drauf. Mit meinem Zwergenkollegen diesmal. Oh, hier kommen aber richtig viele, hör mal. So, ihr werdet alle kopflos. Oh, du hast einen Dickschrei gemacht. Genau. Da kriege ich irgendwelche Skills davon. Oh, scheiße. Ich hab aber leider wieder meine Kontaktlinsen verloren. Wo sind die denn? Ach, du liegst? Ich heb sie dir mal auf. Ah, danke. Jetzt. Also muss ich noch reintun wieder. Ich hab mich gerade mal geheilt ein bisschen. Down. Komm, dann mach ich auch nochmal mit bei der Party. Yeah. So, was ist da? Da sind doch immer irgendwelche Bogenschützen, die Köpfe haben. Ja, die nerven nur ein bisschen, aber... Jetzt haben sie keine Köpfe mehr. Schützer des Nordens haben wir übrigens gerade bekommen. Was haben wir bekommen? Schützer des Nordens, eine Auszeichnung. Du hast sie wahrscheinlich bekommen, weil du cool geschossen hast. Ja, das kann sein. Was, wer schwingt denn auf sein Schwert so rabiat? Ja, Icke. Icke. Icke, der Zwerg. Ja, Icke, der Zwerg. Ist das dein Name oder hast du berlinerisch gesprochen? Nee, das ist mein Name, Alter. Ich bin Icke. Icke bin Icke. Gruppe Icke versammeln. Zwerg. Bin versammelt. So. Von früh bis spät. Da. Oh, oh. Was? Wer ist jetzt wer? Ist das der... Ich habe hier mal so ein Schild aufgebaut. Also den Geist kann ich nicht anschießen. Den Geist kann ich nicht anschießen, da müssen wir den Heino da unten wahrscheinlich erledigen. Der Grabunhold kontrolliert ihn. Irgendwo ist ein Grabunhold. Grabunhold. Oh,
Oh, wo ist der? Dies ist nur ein böser Trick. Verteidigt euch! So, also den Geist selber kann ich nicht treffen. Nee, kannst du den Typen treffen? Typen kann ich auch nicht treffen. Ich sehe keinen Grabunhold nirgends. Da geht's doch irgendwo die Treppe noch hoch. Ich guck mal. Nee, ich kann ihn auch nicht treffen. Nee, komm mal nicht hin. Macht er irgendeinen Zauberspell? Aber jetzt kommt er. Jetzt kommt der Böse. Ja, ich habe gerade nochmal Pfeile aufgesammelt. Wo ist der Böse? Da läuft er am Blick. Hat grüne das Augen. Das ist ja der Typ. Waldläufer. Ja. Boah, aua. Alter, macht der Schaden. Gut Schaden. Aber richtig. Der läuft hinter mir her. Schieß ihn an. Ja. Du kannst mit deinem Kriegsruf, Medaille, kannst du den auf dich ziehen. Ja, ich versuche. Haha, ich habe ihn auf ins Gesicht geschossen. Ich kann den gerade nicht. Können wir mal draufhauen. Nee, der ist weg. Der hat sich wegteleportiert. Huch! Was passiert jetzt? In den Steinsäulen verstecken bestimmt. Ich mach dem. Weiß nicht, ob ich dem so Schaden mache. Der ist zwar blutig, aber. Was war das? Aber hier fällt die Mauer zusammen. Allerdings, da kommt jetzt bestimmt irgendwas auf. Aua. Ich liege leider auch. Ich bin tot. Auch. Komm schon, Zwerg. So, den Zwerg habe ich. Boah, das war knapp jetzt. Das war sehr knapp. Alter, heldenhaft, wie ich Zombie. Euch beide sehr geholt habe. Sehr gut. So, ich versuche die Köpfe wegzuschießen. Komm schon. Ich habe schon wieder keinen Mana. Das ist doch kacke. Zauberer ohne Mana ist irgendwie, keine Ahnung, wie verstopftes Klo ohne Reinigungsmittel oder so. Ein sehr guter Vergleich. Alter, wieso gehen denn da die Köpfe nicht runter? Ich behelfe dir mal hier. Rums, alle nieder. Da nieder liegen sie. Rums. Yeah. Da liegt wieder einer. Ja, wir müssen noch mal darüber sprechen, warum die Alte gerade so viel Schaden gemacht hat. Das habe ich nämlich irgendwie nicht mitgekriegt. Man konnte nichts ausweichen oder so, gell? Es war einfach nur... War das die Erde hat gebebt. Ja. Oder? Du meinst jetzt, als das alles zusammengefallen ist? Ja. Ah, jetzt kommt ja der Heino. Na dann. Aua, was macht der denn jetzt hier? Der hat irgendwie einen Zauberspruch verwendet. Ich bin fast down. Ich hab keinen. Doch, ich hab noch einen Hilf. Ich bin mal kurz weg. Ne? Ich geh mal kurz den Jakobsweg machen. Oh, der hat mich ganz schön gestochen. Gestochen hat der dich? Jetzt kommt der wieder auf mich. Wieso geht der immer auf mich? Ja, du bist der Waldläufer, du bist dein Kollege. Ach so, das könnte sein. Ich hab schon wieder keine Power. Jetzt ist er. Jetzt ist er down. Jetzt drauf. Ah, jetzt ist er weg. Und jetzt macht die Alte wieder Schaden. Aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Die Alte? Nee, ich glaube, ja, der Alte macht jetzt wieder Schaden. Hat irgendwie brutalen Schaden gemacht. Ich glaube, das war nur, weil die was zusammen. Doch, tatsächlich. Achso, ja, man kann sich verstecken hinter den Dingern da. Boah, jetzt bin ich so down. Ich brauche dein Schild, brauche ich. Vielleicht brauchst du einfach nur den Schild. Vielleicht können wir damit uns vor dem Schaden schützen. Wie gesagt, ich habe immer keine Mana. Ja, ich. Ich habe auch keine Mana-Regeneration oder so. Immer kein was Mana ist nicht gut. Hast du keine Tränke mehr? Nee, alle weg. Dann, vielleicht kann ich dir mal doch welche geben von mir. Geben an Silbernitrat. Geben an Silbernitrat. Man kann auch die Anzahl ja einstellen. Sehr gut. So, ich habe dir gerade mal richtig viele gegeben. Ja. Take. Ja. Einer weniger. Kein Feind. Zwei weniger. Schicken. Das sind aber die normalen, das ist nicht so. So, jetzt müsste er wieder kommen, oder? Das kommt der Heino. Den kriegen wir doch jetzt, oder? Hoffe ich doch. Ein Drittel Energie hat er. Da ist er. Nichts mehr übrig. Ich habe keine Pfeile mehr, das gibt's doch gar nicht. Da muss ich jetzt direkt drauf auf den. So ein bisschen aufpassen. Ich mach ja so ganz miese Rundumschläge. Aber ich auch. Oh. Das war aber knapp, ey. Komm, jetzt hat er nicht mehr viel. Jetzt, oh nein! Jetzt, ich mach ihn. Blood Killing Blow. Jawoll! Forte Carrion haben wir bekommen.
Ich dachte jetzt echt gerade, das wäre der Geist gewesen. Ja, ich bin der Geist. So. Was sind da? Loot, Loot. Wir haben das doch hier nicht alles umsonst gemacht. Wir wollen unsere Bezahlung, verdammt. Oh nein. Es ist schwer, einen guten Freund zu verlieren. Und noch schwerer, ihn so geschändet zu sehen. Da. Zumindest hat er jetzt seinen Frieden. Aber du, wie hältst du dich? Erst schwarze Reiter, jetzt Grabunholde. Das ist mehr, als ein Mensch gegen sich haben sollte. Aber wo Leben ist, da ist auch Hoffnung. Habt Dank für eure Anteilnahme, aber ich komme zurecht. Ich schulde es den Gefallenen, mit all meiner Kraft weiterzumachen. Du hast schreckliche Prüfungen überstanden. Vielleicht solltest du mit uns nach Bruchtal kommen. Oder wir bringen dich nach Bree. Es ist nicht weit. Nein, meine Kraft kommt schon wieder zurück. Bald bin ich wieder der Alte. Dann trage ich Kilaran fort von diesen verfluchten Gräbern. Er sollte mit seinen Brüdern, die an der Samenfurt gefallen sind, beerdigt werden. In Ordnung. Ich hoffe, dass er in Frieden ruht. Leb wohl, Luin. Lebt wohl, Luin. Tschüss, Sohn, Luin. Sohn des Duin. Cousin von Ruin. ferner Verwandter von Gluin. Aber da steht er immer noch rum. Spreche mit Luin. Muss ich jetzt nicht nochmal sprechen, oder? Nö, der soll hier mal rumhängen. Gruppe versammeln. Versammelt euch, ich komme. Gefährten. Yeah. Juhu. Gesamtmenge an gefundenem Bargeld. Alter Mad-Eye, du Looter. Ja, geil, oder? Geil. Ich hab nichts liegen lassen, nichts verkommen lassen. Zahl der getöteten Feinde. Nicht schlecht. Ah. Ah, dann geht's ja doch wieder einigermaßen. Einzelfähigkeit, deine 800 Dinger, die sind schon echt hart. Nicht schlecht. Zahl der kritischen Tötungen. Was haben wir noch? Zahl der abgetrennten Gliedmaßen. Da bin ich wieder ganz vorne dabei. Ich schwinge mein Schwert und es fallen Arme und Beine neben mir in rauen Mengen. Rassenspezifische Fähigkeiten habe ich nie benutzt. Das heißt, du benutzt keine Zaubersprüche oder was? Ja, doch, ich habe so Angriffe halt, ne? Das sind wahrscheinlich keine Zaubersprüche, aber die verbrauchen trotzdem Kraft. Zahl der Brüche. Was sind denn die Brüche eigentlich? Da habe ich mir ziemlich viele geholt anscheinend. Zahl der Brüche. Gesamtzahl der Benutzung. Boah, Alter, was es ja alles für Statistiken gibt, das ist der Wahnsinn. Die meisten, Mathearbeit überschreiben. Die meisten Kills mit nur einem Schlag. 1-1-1. Ja, toll. Zahl der Stürze im Kampf. Was geht denn hier ab mit den Statistiken, Alter? Mädel, du bist dreimal hingefallen. Aber schön auf die Schnauze gefallen. Was haben wir noch? Gesamter verursachter Schaden. Meine Tafel kommt immer so spät. Ach verdammt. Komm, guck mal an. Gesamter verursachter Schaden diesmal. Mad-Eye, du bist ganz weit vorne. Und ich bin ganz am Ende diesmal. Ah. Aber bei den Bossen zugefügter Schaden bin ich wieder sehr weit vorne. Alter, die jetzt hört nicht auf, diese Statistik. Zahl durchgeführter Blockbrecherangriffe. Also das mit dem Blocken habe ich wieder komplett vergessen, wie das geht. Nee, Blockbrecherangriffe heißt, wenn der Gegner blockt. Durchsmasht. Ja. Ach geil, hier, Gesamtzahl der Koop-Tötungen übrigens, hab nur ich eins bekommen. Das finde ich sehr gut. Vielleicht hab ich ja mit Loin, Sohn des Loin, Cousin von Goin, zusammen eine Koop-Tötung. Da, fangen wir wieder von vorne an hier. Sehr gut. Schön. Alles klar, dann würde ich sagen, wir fahren mal fort. Aber ich glaube, wir müssen sowieso hier die Aufnahme wieder abbrechen. Denn es ist ein guter Zeitpunkt. Hier wird gespeichert und wir können... Aber wir sind in Bruchtal. Seht ihr? Das sieht richtig Urlaub. Schön aus. Ja. Bei den Elfen ist immer Urlaub. Geil. Vielleicht kann ich mir so eine geile Elfen-Chica klar machen. Hallo? Was ist denn los? Ey, wenn der Aragorn eine Elfen-Chica kriegt, dann kriege ich schon lange eine Elfen-Chica. Will ich aber auch haben. Dann möchte ich auch mal meinen Waldläufel-Lümmel irgendwo reinhalten. Guck mal, Aragorn sieht auch schon ganz befriedigt aus. Eradan, es ist schön, dich wohl aufzusehen. Eladan und Elro hier haben uns von deinen Taten in Fornost erzählt. Solch Mut und Können gereicht allen Dunedain zur Ehre. In der Tat, es ist eine Ehre, jemand so Mutiges in meinem Haus willkommen zu heißen.
Und deine Gefährten ebenfalls. Ich bin dir für deine Taten in Fornos dankbar. Wenn Agandas Streitkräfte sich der Jagd angeschlossen hätten, hätten ich und meine Schützlinge es wohl kaum wohlbehalten hierher geschafft. Yeah. Ich sehe irgendwie so ein bisschen dämlich aus, muss ich sagen. Als wäre ich gerade von einem großen Saufgelage gekommen. Du darfst dem Agent Smith auch nicht alles erzählen. Ja, stimmt. Aber der sieht richtig wie Elrond aus, tatsächlich. Ne? Ich finde, Aragorn sieht so, geht so, aber Elrond sieht ganz nach... So, was ist nach Bree passiert? Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Was ist geschehen, seit wir uns getrennt haben? Ich habe den Hobbit, Frodo Beutlin, und seine Gefährten gefunden und sie durch die Wildnis geführt, in der Hoffnung, die Nazgul von unserer Fährte abzubringen. Nichtsdestotrotz haben 5 von ihnen unser Lager auf der Wetterspitze angegriffen und Frodo schwer verletzt. Danach ist der Feind uns fast bis zu den geheimen Pfaden nach Bruchtal gefolgt. Wir hätten Frodo niemals ohne die Hilfe von Elrond und seinen Leuten retten können. Warum einen Hobbit verfolgen? Alter, wer will denn diese Frage stellen? Es kennt doch jeder die Geschichte. Wie hast du es geschafft, ihnen zu entkommen? Der Fluss in diesem Tal steht unter der Macht von Elrond und er steigt gewaltig an, wenn die Furt unpassierbar gemacht werden soll. Als die schwarzen Reiter versuchten, Frodo über den Fluss zu verfolgen, wurden sie von einer großen Flutwelle hinweggeschwemmt. Das kennen wir doch alles. Dann ist das Ende der schwarzen Reiter? Nein, die Ringgeister können nicht so leicht vernichtet werden. Wir können nur hoffen, dass sie abgeworfen wurden und ihre Mäntel verloren haben. Ohne ihre Pferde sind sie aufgeschmissen und gezwungen, so gut es geht, nach Mordor zurückzukehren. Diese Ringgeister, wie du sie nennst, was sind die? Sie waren einst sterbliche Menschen, große Herren, Krieger und Hexenmeister. Sie verfielen Sauron, der sie mit Versprechungen von Wohlstand und Macht verführte und ihnen Ringe der Macht gab. Aber sie wurden getäuscht und wurden alsbald willenlose Sklaven des dunklen Herrschers. Sie hörten auf, als Menschen zu leben und existierten nur noch als Geister. Sie sind Schatten, unsichtbar und unkörperlich, die nur durch ihre Mäntel Form annehmen. Doch ihre Fähigkeit, Angst und Schrecken zu verbreiten und ihre Beherrschung der schwarzen Zauberkunst machen sie zu furchtbaren Widersachern. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum die schlimmsten Diener des Feindes einen Hobbit verfolgen. Ich denke, es ist an der Zeit, unseren Gandalf. Neuen Freunden zu sagen, auf was sie sich hier eingelassen haben. Gandalf! Wer seid ihr? Was schade, ich habe mich verklickt. In der Tat, wo auch immer es Ärger und Zwietracht gibt und der Feind sich regt, da wird man Gandalf den Grauen antreffen. Habt ihr eine Erklärung, warum der Feind so entschlossen dazu ist, diesen armen kleinen Hobbit in seine Finger zu kriegen? Ihr habt eine solche Erklärung mehr als verdient. Sagt mir, was wisst ihr über Isildurs Fluch? Isildurs Fluch? Das ist ein anderer Name für den Ring der Macht? Ganz recht. Der Ring der Macht. Der eine Ring. Der Meisterring. Nachdem er über Jahrhunderte verloren und beinahe vergessen war, wurde Saurons Ring jetzt wiedergefunden. Willst du damit sagen, dass der Hobbit, den Aragorn gerettet hat, in den Besitz des Rings des dunklen Herrschers gekommen ist? Kein Wunder, dass der dunkle Herrscher seine tödlichsten Diener gesandt hat, um ihn zu suchen. Was wird jetzt aus dem Ring? Es gibt keinen sicheren Verwahrungsort für den Ring, nicht einmal hier in Imladris. Er stellt eine Gefahr für alle in seiner Nähe dar. Uns bleibt keine Wahl. Der Ring muss zerstört werden. Um das zu tun, muss der Ring in dieselben Flammen geworfen werden, aus denen er entstand. In das Feuer des Schicksalsbergs im Lande Mordor. Der Hobbit Frodo Beutlin hat sich bereit erklärt, ihn dorthin zu bringen. Ihr schickt doch einen Hobbit nicht allein nach Mordor. Nein, sicher nicht. Eine Gruppe von 9 Gefährten wird mit ihm gehen. 9 Läufer, um Saurons 9 schwarzen Reitern entgegenzutreten. Oh. Unter diesen Gefährten werden Repräsentanten aller freien Völker dieser Welt sein. Elben, Zwerge und... Ich möchte ebenfalls Wir mitgehen. Wir 3 haben uns bereits in der Schlacht bewiesen. Erlaube uns, den Gefährten anzuschließen. Die Gemeinschaft des Rings muss auf Schnelligkeit und Geheimhaltung bauen, nicht auf Waffenstärke. Ihre Anzahl muss gering sein. Selbst wenn wir 1000 solcher Krieger auf die Reise schicken, würde es höchstens den Zorn des dunklen Herrschers wecken. Wir stehen zu deiner Verfügung. Was hast du für uns zu tun? Die Nazgul und Agandar sind ernste Bedrohungen. Wir müssen so viel wie möglich über ihre Vorhaben in Erfahrung bringen, bevor die Gemeinschaft aufbricht. Kundschafter werden in alle Himmelsrichtungen ausgeschickt, um die Gegend um Bruchtal abzusuchen. Deine Hilfe dabei würde unserer Sache einen großen Dienst erweisen.
verstanden. Wo sollen wir beginnen? Agandar ist unsere größte Sorge. Auch wenn die Nazgul mächtige Feinde sind, ihre Mission hier im Norden ist mehr als klar. Was Agandar plant und wohin er gegangen ist, nachdem er vor euch floh, das können wir nur raten. Ich vermute, er plant, uns hier anzugreifen. Saurons Hass auf die Elben brennt sehr tief. Und er vergisst nicht, welche Rolle wir bei seiner Niederlage im Krieg des letzten Bündnisses spielten. Wenn er Feldstärke sucht, findet er sie womöglich in den Ettenöden. Ihr kennt jene Gegend besser als ich. Was könnt ihr mir von den Ettenöden erzählen? Die Ettenöden sind ein Ausläufer des Nebelgebirges und liegen direkt nördlich von Bruchtal. Es ist eine unwirtliche und sehr felsige Gegend, die Heimat vieler Trolle und Riesen. Ich selbst war erst vor einigen Tagen in den Ettenöden. Ich sah dort keine Spur von Agandars Anwesenheit, aber ich sah auch keine Trolle. Diese Tatsache allein schon ist beunruhigend. Es könnte sein, dass sie ihre Kräfte irgendwo im Ödland zusammenziehen. Dann sollten wir das wissen, bevor sie uns überraschen. Wir werden die Ettenöden erkunden und sehen, was wir dort herausfinden. Nach dem, was ich von Aragorn und Elronds Söhnen über euch hörte, habe ich nichts Geringeres erwartet. Dennoch, ihr hattet einen langen Weg und schwere Kämpfe hinter euch zu bringen, um bis hierher zu kommen. Nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht, um zu ruhen und wieder zu Kräften zu kommen. Entschuldigung, Gandalf. So, Bruchtal. Wir sind in Bruchtal angekommen und am Ende dieser Folge sagt man alle schön Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Und damit, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.